Im Rahmen der Celans Jubiläumsfeierlichkeiten zu seinem 100. Geburtstag sind viele neue Bücher in mehreren Ländern erschienen. In Deutschland allein ist ein gutes Dutzend von verschiedenen Celan bezogenen Büchern erschienen, einige biografischen Abhandlungen und thematische und problematische Aspekte betreffende Bände. Und auch in der Ukraine sind einige neue Bücher erschienen. Ich möchte aber heute nicht nur über die Neuerscheinungen sprechen, sondern auch über die Anfänge dieser Celan-Rezeption in der Ukraine und in seiner Heimatstadt Czernowitz, seiner Geburtsstadt Czernowitz, sprechen. Ich habe mich in den letzten 20 oder mehr als 20 Jahren sehr intensiv Celan gewidmet. Ich habe als Wissenschaftler über Celan gearbeitet und ich habe viel von Celan ins Ukrainische übersetzt. Und diese Anfänge reichen in die 90er Jahre, also nach der Wende, begann ich mit meinen ersten Übersetzungen der Gedichte Celans. Aber den Namen dieses Dichters kenne ich schon viel länger. Dabei muss ich sagen, dass Celan nicht der populärste deutschsprachige Autor in der Sowjetunion war. Es ist auch leicht zu erklären, warum. Er war eine Zeit lang sowjetischer Bürger. Er hat einen sowjetischen Pass gehabt. Er hat an der sowjetukrainischen Universität Czernowitz studiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg aber im Frühjahr 1945 wollte er nicht mehr im sowjetischen Czernowitz bleiben. Er hat eigentlich das Wesen dieses Regimes bereits im Jahre 40/41 erkannt, in dem sogenannten Russenjahr, wo im Juni 41 etwa 4000 Bürger von Czernowitz, hauptsächlich jüdischer Herkunft, von Sowjets als Ausbeuter, als Volksfeinde, als Bourgeois nach Sibirien deportiert wurden. Sibirien war immer ein Gespenst. Da hat man immer den Bürgern mit Sibirien bedroht. Und diese Bedrohung war kein leeres Wort. Und da Celan ein Jude war, der seine Gedichte auf Deutsch schrieb,
Und der auf das sowjetische Paradies verzichtet hat und zuerst nach Bukarest ging, da war Rumänien noch ein Königtum. Als aber in Rumänien kommunistische Tendenzen wahr wurden, hat er sehr schnell verstanden, dass es eine Wiederholung, eine neue Redaktion des sowjetischen Regimes sein wird. Deswegen hat er illegal die rumänisch-ungarische Grenze Ende 1948 überquert, überschritten und nach Wien gegangen. Dort blieb er nicht lange, ein halbes Jahr nur, das zwar voll von sehr interessanten literarischen, künstlerischen Eindrücken war. Er näherte sich mit Wiener Surrealisten dort. Er machte Bekanntschaft von Ingeborg Bachmann. Daraus wurde eine sehr leidenschaftliche Liebesgeschichte. Aber er wollte auch nicht in vier Besatzungszonen aufgeteilten Wien bleiben und ging weiter nach Paris. Und was konnte dann die sowjetische Literaturwissenschaft mit solch einem Dichter anfangen? Man konnte ihn nur schwer irgendwie einreihen. Dazu schrieb er noch so schwierige, gar nicht im Geiste, im Sinne des sozialistischen Realismus konzipierte Gedichte. Deswegen hat man einfach Celan als Dichter in den sowjetischen Quellen übergangen. Ein krasses Beispiel gibt dafür die Hauptquelle der literarischen Information in der Sowjetunion, die sogenannte Краткая литературная энциклопедия, also die kurze Literaturenzyklopädie, die gar nicht so kurz war, die hatte 9 Bände gehabt. Und der letzte Band, also die letzten Bände, wo eigentlich das kyrillische Z hingehört, ist bereits im Jahre 1978 erschienen. Da war Celan schon 8 Jahre tot und er war schon ein weltberühmter Autor. Aber man findet keinen Artikel über Celan in dieser Enzyklopädie. Einmal nur wird sein Name in einem kleinen Artikel über die meditative Lyrik, so durch das Komma genannt, in der Reihe anderer Autoren. Und das war alles. Also Celan war unbequem, politisch unverlässig, als Verräter der kommunistischen Ideen, weil er nach dem kapitalistischen Westen gegangen war. Und dieses Verschweigen des Namens Celans hatte natürlich auch Folge für die Rezeption seines Werkes in der Sowjetunion gehabt. Ich kann mich ganz genau erinnern, in welcher Quelle ich diesen Namen zum ersten Mal getroffen habe und seine Gedichte in den russischen Übersetzungen auch gelesen habe. Das war eine Anthologie,
eine poetische Anthologie, die hatte, die hieß «Из современной австрийской поэзии», aus der zeitgenössischen österreichischen Dichtung. Und diese Anthologie hat eigentlich 5 Autoren in sich aufgenommen. Das war Theodor Kramer, Erich Fried, Hugo Huppert, Ingeborg Bachmann und eben Paul Celan. Das Buch ist 1975 erschienen, immerhin mit ganz guten Übersetzungen von prominenten russischen Nachdichtern, Übersetzern, zum Beispiel Lev Ginsburg. Und in diesem Buch, in dieser Anthologie, habe ich zum ersten Mal gelesen, Celan sei in Czernowitz, in der Bukowina, geboren. Das war für mich eine riesige Entdeckung. Bis dahin habe ich den Namen nie gehört. Und ich konnte mich nicht wundern genug, wieso ist so ein bekannter westlicher Dichter, der in Moskau ins Russische übersetzt wird, in Czernowitz, in seiner Geburtsstadt, überhaupt nicht bekannt. Man kennt nicht mal den Namen. Also seitdem war der Name Celan für mich schon immer in meinem Blickfeld sozusagen. Und ich habe die kleinsten Informationen über ihn gesammelt. Es war schwierig, man konnte fast nichts finden. Auch in der DDR war von Celan nicht viel zu lesen. Auch dort konnte man ihn nicht wirklich rezipieren. Und wir haben hier nur DDR-Bücher zur Verfügung gehabt. Unter ihnen konnten wir aber nichts über Celan oder von Celan finden. Und so war ich auf ein Buch angewiesen, das mir jemand von westlichen Bekannten einmal zugeschickt hat. Unglücklicherweise war das der ganz späte Band von Paul Celan, Zeitgehöft. Ich begann diese Gedichte zu lesen. Das waren sehr fragmentarische Texte mit einer dunklen Poetik, mit dunklen Bildern, manchmal undurchschaubar, manchmal schien mir alles irgendwie ganz unlogisch, absurd. Also ich konnte damit nicht viel anfangen. Und so dauerte es noch einige Jahre, bis ich für mich Celan wirklich entdeckte. Das waren dann die frühen Gedichte von Paul Celan. Und mit diesen Texten konnte ich eigentlich schon gut hantieren. Ich konnte diese Texte auch übersetzen. Sie waren mehr oder weniger klar, diaphan. Und so begann ich etwa Ende
der 90er, etwa Ende der 80er Jahre, die ersten Gedichte Paul Celans ins Ukrainische zu übersetzen. Ich erinnere mich an das Jahr 1990. Die Sowjetunion wurde aufgelöst. Die unabhängige Ukraine schon verkündet. Und da war der ideologische Druck schon vorbei. Wiederum habe ich durch einen Zufall zu der zweibändigen Ausgabe von Celan, Gedichte von Surkamp Verlag, gekommen. Jemand hat es mir zugeschickt. Und da waren Gedichte aus 8 Bänden von Paul Celan, aus 8 Gedichtbänden. Angefangen von Mohn und Gedächtnis und ich glaube bis Schneepart. Und so konnte ich in diesem Zweibänder schon vieles entdecken, das mich gut schon angesprochen hat. Ich begann manche Gedichte zu übersetzen. Und im Jahre 1990 haben wir mit einigen Freunden, mit Czernowitz Intellektuellen, darunter war auch der jiddische Schriftsteller Josef Burg, einen Celan-Abend zu seinem 70. Geburtstag organisiert. Das war in einem kleinen Czernowitzer Kulturpalast. Alles, da haben wir die Tonbandaufnahme, eine Tonbandkassette mit Celans Stimme gehabt. Er ließ seine eigenen Gedichte. Und da haben wir die Bühne so schön geschmückt. Auf den Tisch haben wir eine Menorah gestellt und angezündet. In der Tiefe der Bühne war ein vergrößertes Porträt des Dichters. Und da klang auch zum ersten Mal seine Stimme in seiner Geburtsstadt wieder. Danach habe ich meine Übersetzungen gelesen. Und wir haben zu diesem Abend den Jugendfreund von Paul Celan, Petre Solomon aus Bukarest, eingeladen. Petre Solomon war der erste Übersetzer der Todesfuge ins Rumänische. Da hieß die Todesfuge noch Tango Morți, also Todestango. Josef Burg hat über die Atmosphäre in Czernowitz im Interbellum, also in der Zwischenkriegszeit, erzählt. Petre Solomon hat viele Episoden aus Bukarest, die mit Celan verbunden waren, wiedergegeben. Und das war ein ganz schöner Abend, wo der Dichter zum ersten Mal wirklich in seiner Geburtsstadt gewürdigt wurde. Am nächsten Tag erschienen die Czernowitzer Zeitungen mit Schlagzeilen. Der große Dichter kehrt wieder heim. Das war ein Durchbruch. Und das hat mich dann ermutigt, auch weiter zu übersetzen. Und im Jahr 1992 haben wir dann in der Stadt das Denkmal für den Dichter errichtet. Der Autor war der junge ukrainische Bildhauer, ein Czernowitzer, Ivan Salewitsch. Wir haben auch eine Gedenktafel an sein Geburtshaus angebracht.
Und im nächsten Jahr, 1993, konnte ich dann den ersten, das erste Bändchen mit Celans Gedichten, zweisprachig, Deutsch und Ukrainisch, herausbringen. Also ich kann dieses Büchlein zeigen. Es waren schwere Zeiten für die Ukraine. Ja, in der post-sowjetischen Zeit lag alles brach. Es gab kein Papier, es gab keine polygraphischen Kapazitäten. Aber wir haben es geschafft und dieses ja, ganz bescheidenes Bändchen doch herausgegeben. Mit einer ganz guten Auflage, 5000 Exemplare. Und in wenigen Monaten war das Büchlein vergriffen. Heute ist es eine bibliografische Rarität. So ein Buch kann man nirgends mehr finden. Auch in Antiquariaten gibt es sie kaum. Im Jahre 2000 ging ich nach Wien für einige Semester als Gastprofessor und dort erhielt ich einen Vorschlag vom Marbach, literarischen Literaturarchiv Marbach und von der Schiller-Gesellschaft an einem Celan-Band mitzuarbeiten. Das war eine Ausgabe des Marbacher Magazins. Also Marbach hat so einige zweisprachige Bände im Programm gehabt. Wenn zum Beispiel ein deutscher Dichter enge Kontakte, enge Beziehungen zu einem anderen Land, zu einer anderen Kultur hatte, seien wir Thomas Mann in Nidden oder Karl Kraus in Böhmen, Rilke in Jasnaya Poljana in Russland. Und da war die Idee entstanden, ein Bändchen Celan in Tschernowitz zu machen, zweisprachig, Deutsch und Ukrainisch. Weil auch vorige Bände waren zweisprachig, Deutsch, Tschechisch, Deutsch, Litauisch, Deutsch, Russisch. Und so ist es zu diesem kleinen Heft, Marbacher Magazin, Marbachsky Journal gekommen. Das Kernstück dieses Heftes sind frühe Gedichte Paul Celan aus dem rumänischen Lager. Diese Gedichte sind hier faksimiliert und dann haben wir deutsche und ukrainische, deutsche Transkription dieses Faksimile und ukrainische Übersetzung dieser Gedichte. Also ich habe diese ukrainische Nachdichtungen gemacht und damit habe ich so ein bisschen diese frühe Periode von Celans Werk mir angeeignet und dann kurz darauf habe ich noch ein Bändchen herausgegeben, Paul Celan, Gedichte, Anthologie der ukrainischen, Anthologie ukrainischer Übersetzungen und das Ziel, dieses Bändchen war schon ein bisschen anders. Ich wollte eigentlich die breite Geografie der, von Celans Rezeptions, von Rezeptions von Celans Gedichten zeigen. Und bis dahin habe ich, viele Übersetzungen von ukrainischen Dichtern, von ukrainischen Übersetzern aufgedeckt.
die in verschiedenen Zeitschriften, Almanachen, Anthologien publiziert wurden. Da habe ich all diese Gedichte gesammelt und daraus dieses Bändchen gemacht. Hier sind 12 ukrainische Übersetzer vertreten, darunter solch Bekannte wie Mykola Bajan, wie Vasil Stus, wie Moisei Fischbein, Leonid Cherevatenko und andere auch. Meine Übersetzungen habe ich aufgenommen und das war so ein Querschnitt durch Celans Werk, genauso wie das erste Bändchen. Da waren auch Gedichte so aus verschiedenen Gedichtbänden herausgerissen und übersetzt. Und das ist eben die Gefahr solcher anthologischen Sammlungen. Der Übersetzer nimmt das, was irgendwie ihm ins Auge sticht, was ihm so gefallen hat, was ihn angesprochen hat. Die Auswahl wird aber dann sehr unkonsequent und hat so einen zufälligen Charakter natürlich. Weil willkürlich wurden diese Gedichte aus Celans Gedichtbände ausgewählt und dann übersetzt und publiziert. Also nach diesen 3 Versuchen, Celan dem ukrainischen Leser anzunähern, bin ich dann zur Überzeugung gekommen, das geht nicht. Man kann den Dichter richtig nicht erkennen, wenn man immer nur solche zufällige Mischungen macht. Da muss man ihn ganz regelmäßig ein Band nach dem anderen übersetzen, auch vielleicht in der Reihenfolge, wie sie historisch erschienen sind. Also den Mut zu einer mehrbändigen ukrainischen Ausgabe hat mir meine wissenschaftliche Vertiefung in Celans Werk gegeben, denn ich begann dann an einem Buch zu arbeiten, das im Jahre 2005 dann erschienen ist. Und das ist auf Ukrainisch. Der Band heißt Poetik des Dialog, Paul Celans Dichtung als Intertext. Also ich habe im Dialog und in den intertextuellen Beziehungen der Dichtung Celans zu vielen künstlerischen, musikalischen, historischen, philosophischen Daten eben ein Modell für seine Dichtung gefunden, weil fast alle seine Gedichte sind durchaus intertextuell. Sie haben immer diese Bezüge zu anderen Texten, zu anderen Autoren. Sie greifen immer irgendwelche wichtige Phänomene, Daten, Erscheinungen der Weltkultur, polemisieren mit ihnen. Das ist keine monologische Lyrik, für die zum Beispiel Gottfried Benn plädierte. Da spricht er davon, dass nur das subjektive Ich muss in der lyrischen Dichtung dominieren. Celan war ganz anderer Meinung. Er setzte auf das Du, auf den Dialog,
und auf den Intertext. Und nachdem ich in diesem Buch verschiedene Bezüge von Celans Dichtung so tief geforscht habe, habe ich auch über die deutsche Tradition in Celans Dichtung, also Rezeption der deutschen Romantik und Hölderlin und Heine und Rilke und Trakl und Kafka. Ja, dann habe ich verschiedene Aspekte anderer Kulturen bei Celan entdeckt. Also interkultureller Diskurs seiner Dichtung als Dialog mit dem anderen, rumänische Bezüge, da während seiner Bukarester Zeit war er mit rumänischen Surrealisten ganz nah. Celan im Kontext der französischen Literatur, Celan und russische Literatur, Celan und angloamerikanische Literatur, jüdischer Kontext in seinem Werk. Und da, das hat alles so einen fast 600-seitigen, fast 600-seitiges Buch ergeben. Und nach dieser intensiven Forschungsarbeit fühlte ich mich dann schon irgendwie bereit, in die Tiefe der Gedichte Celans einzustürzen. Und vielleicht nicht nur die frühen Gedichte von ihm, sondern auch späteren Texte, die viel dunkler und viel schwieriger sind zu übersetzen. Und so entstand das Projekt einer 10-bändigen ukrainischen Celan-Ausgabe, eigentlich das Gesamtwerk, alles was zu Lebzeiten von Celan selbst und einige Bände auch nach seinem Tode schon erschienen sind, alles was so in Buchform publiziert wurde, habe ich dann ins Ukrainische übersetzt. Also der erste Band war Mon und Gedächtnis. Also man weiß, dass Celan vorher noch einen Band, der gilt heute sozusagen als Band Null, weil er von ihm selbst dann wegen vieler Druckfehler, die den Sinn entstellt haben, eingestampft worden. Also der Sand aus den Urnen hieß dieser allererste Band, der im Jahre 48 in Wien erschien. Aber Celan ließ das makulieren. Es sind nur einige Exemplare zufällig geblieben. Die werden heute irgendwie bei Auktionen versteigert, ganz seltene Raritäten. Aber Celan hat dann die meisten Gedichte aus Sand aus den Urnen, aus dem Band der Sand aus den Urnen, eben in seinen Band, seinen ersten offiziellen Band sozusagen, Mon und Gedächtnis, übernommen. Und so begann ich mit diesem Band. Ich muss noch etwas sagen, was vielleicht ganz wichtig ist. Bereits in meiner Celan-Monographie sehen Sie ein Bild, so ein Titelbild auf diesem Buch. Und das ist die Arbeit von einer Berliner Künstlerin, Helga von Löwenig. Das Bild heißt Zähle die Mandeln übrigens. Eines der schönsten
Gedichte von Paul Celan. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es ist nicht leicht Celan irgendwie zu zählen, ein adäquates Bild zu finden. Und das muss nicht so riesig sein wie bei Anselm Kiefer mit seiner Todesfuge, also da hat das Bild mehrere Quadratmeter. Es mussten so Bilder sein, vielleicht Aquarellbilder, die so einen Kammercharakter haben, nicht so grell hervorstechen, aber tief in das Wesen Celanscher Gedichte hineingehen. Und so begann diese ganz produktive Arbeit mit der Berliner Künstlerin Helga von Löwenich. Und sie war bereit, auch meine 10-bändige Celan-Ausgabe mit ihren Bildern zu interpretieren. Ich vermeide hier ganz bewusst das Wort illustrieren. Man kann Gedichte nicht illustrieren, schon gar nicht Celans Gedichte. Jedes Bild muss Celan interpretieren. Und sie hat das großartig gemacht, mit ganz sparsamen Mitteln, sehr abstrakt, aber ganz tiefgehend. Und so erschien dann nach Mon und Gedächtnis der zweite Band, von Schwelle zu Schwelle. Alle Bände sind übrigens zweisprachig konzipiert. Bei Celan finde ich das ganz notwendig, denn keine Übersetzung von Celans Gedicht kann als sozusagen letzte Wahrheit gelten. Der Erfolg der Übersetzungen der Gedichte Celans hängt von der Eigenschaft des Übersetzers, das Gedicht richtig zu interpretieren. Und so ist es auch in der Kunst. Man muss das Gedicht interpretieren. Und so haben wir in diesem Tandem, also die Frau von Löwenich hat die Ausstattung all dieser Bände schon geleistet. Und ich habe meine Übersetzungen gemacht und jeder Band war eigentlich ein Doppelband, weil deutsche Texte und ukrainische Texte und auch die Begleitmaterialien, zum Beispiel habe ich zu jedem Band auch ein Nachwort. Und auch diese Nachworte sind immer zweisprachig, deutsch und ukrainisch. So ging es weiter. Also ich habe da mit diesem Projekt im Jahre 2013 begonnen und ich habe mir so vorgenommen, dass ich bis zum Jahre 2020 in 7 Jahren diese 10 Bände bewältige. Manchmal machte ich einen Band im Jahr, manchmal 2 Bände pro Jahr. Es war natürlich schon eine riesige Herausforderung und es gab Momente, wo ich schon ein bisschen verzweifelt war. Denn einige Gedichte waren so schwer zu übersetzen, dass ich irgendwie dachte, nein, das schaffe ich nicht mehr. Dann musste ich viele Interpretationen lesen, viele Sekundärliteratur überzählen, über diese Gedichte, überall, wo ich nur Rezensionen seiner Werke und so weiter. Aber dann irgendwie habe ich mich doch gefasst und es ging dann weiter.
Und so sind dann alle 10 Bände erschienen. Also der vierte Band, also der dritte Band Sprachgitter, der vierte Band Niemandsrose, dann Atemwende, ganz wichtig, Fadensohnen, Lichtzwang, Schneepart, also die letzten Bände sind schon post, die sind nicht mehr zu Lebzeiten von Celan erschienen, sondern postum erschienen. Aber sie sind noch in Buchform erschienen bei Surkamp Verlag und sie gehören eigentlich zu diesem ganzen Komplex der Celanschen Gedichtbände. Deswegen habe ich auch jene Bände aufgenommen, die dann aus seinem Nachlass publiziert wurden, so zum Beispiel Zeitgehöft und endlich ein Band, der eine besondere Geschichte hat, denn er ist auf Deutsch auch erst nach 20 Jahren nach Celans Tod erschienen. Also Celan hat diesen Band nicht zur Publikation bestimmt. Man hat ein Konvolut in seinem Nachlass gefunden und einen Teil der Gedichte, die im Band eingedunkelt heute publiziert sind, ein Teil dieser Gedichte wurde vom Autor selbst zwar publiziert im Jahre 1968. Da hatte der Leiter des Surkamp Verlags, Siegfried Unsel, die Idee gehabt, einen Band mit dem Titel aus verworfenen Werken, aus aufgegebenen Werken, so hieß der Band, aus aufgegebenen Werken zu publizieren. Und er nahm dann in diese Anthologie Texte von Samuel Beckett, von Karl Krolow, von Wolfgang Köppen, von Hans-Erich Nossack, Peter Weiß, Uwe Jonsson, Wolfgang Hildesheimer, Nelly Sachs, Martin Walser, also lauter sehr bekannte Namen der deutschen Literatur. Und er hatte auch einen Brief mit dieser Bitte an Celan geschrieben, ob er vielleicht was habe, was aus irgendwelchen Gründen nicht zum Druck gegeben wurde, nicht publiziert wurde. Und Celan hat ihm dann einen Zyklus eingedunkelt geschickt und dieser Zyklus aus 11 Gedichten wurde in diesem Band von Siegfried Unselt aus aufgegebenen Werken publiziert. Und das war eben diese Grundlage für den Band eingedunkelt, denn man hat dann im Nachlass Celans, in diesem Konvolut, noch viele andere Gedichte entdeckt, noch 24 Gedichte, die nie publiziert wurden. Und dann hat man diese 11 Gedichte aus Unsels Band, die Celan selbst zum Druck noch bewilligt hat, und die 24 andere Gedichte, die nur in seinem Nachlass aufgefunden wurden. Man hat daraus, also Bertrand Badiou, die französischen Literaturwissenschaftler, Bertrand Badiou und Jean-Claude Rambach haben im Jahre 1991 diesen Band herausgegeben. Und dieser Band schließt sozusagen alle Buchausgaben Paul Celans und diese Buchausgaben habe ich alle eben ins Ukrainische übersetzt. Und jetzt hat der ukrainische Leser und der ukrainische Forscher
das Gesamtwerk sozusagen, das lyrische Gesamtwerk von Paul Celan. Er bekommt sozusagen doppelt diese Gabe. Einmal den deutschen, den Originalzählern und den übersetzten Zählern, interpretierten Zählern. Da kann man vielleicht damit schon etwas anfangen in der Zählernforschung oder bei weiteren Zählernübersetzungen. Jedenfalls, das war mein Wunsch, dem ukrainischen Leser den ganzen Zählern zu geben. Und vor einigen Wochen ist eigentlich dieser letzte Band, der 10. Band, eingedunkelt, auch im Czernowitzer Verlag 21 erschienen, der von einem sehr initiativreichen Mann geleitet wird, von Wassyl Droniak. Und all diese Bände wurden natürlich auch mit großzügigen finanziellen Unterstützung des österreichischen akademischen Austauschdienstes gefördert von Magister Andreas Wenninger, der in Lviv diese Stelle leitet, so dass wir heutzutage, wir Ukrainer meine ich, ganz stolz sein können, dass wir das lyrische Gesamtwerk von Celan haben, abgesehen natürlich von manchen frühen Gedichten, die in diese Bände nicht aufgenommen wurden, oder in einigen Gedichten aus dem Nachlass, die auch viel später irgendwo in seinen Nachlassausgaben publiziert wurden. Aber vielleicht kommt noch die Zeit, dass ich auch jene Gedichte noch übersetze und diese 10-bändige Ausgabe irgendwie ergänze und vervollständige. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Worte darüber sagen, dass nicht nur Lyrik wurde so aktiv rezipiert in der Ukraine, sondern auch einige andere Dinge, die einen Bezug zu Celan haben. So 2012 habe ich mit einer Lviver Germanistin, also Germanistin aus Lemberg, Larisa Zebenko, den Briefwechsel Celans mit Ingeborg Bachmann ins Ukrainische übersetzt. Und das Buch wurde sehr gut in der Ukraine rezipiert. Vor kurzer Zeit, also eigentlich in diesem Jahr, schon vor einigen Wochen, ist auch die Jugendbiografie des Dichters von Israel Halfen auf Ukrainisch erschienen. Ich habe diese Aufgabe lange Zeit irgendwie immer verschoben. Ich habe keine Zeit dafür gehabt. Aber in diesem Jubiläumsjahr habe ich mir gesagt, also dieses Buch muss ins Ukrainische übersetzt werden, weil es geht hier über Czernowitzer Jahre des Dichters. Wir haben hier die Czernowitzer Topographie, wir haben alle Czernowitzer Realien. Es geht um die Ukraine. Und so ist auch dieses Bild mit einem wunderschönen Foto erschienen, ganz selten. Das habe ich von der Tochter seines Jugendfreundes Franz Rosenzweig bekommen. Ja, da sind sie beide irgendwo in der Herrengasse abgebildet, fotografiert worden. Und das Foto hat mir eigentlich die Tochter von Franz Rosenzweig
Noemi Eschet geschickt, die heutzutage in Israel lebt. Und dann ist wiederum erst vor wenigen Wochen mein Band mit Zählern Studien, Referenzen auf Ukrainisch erschienen in einem Kiewer Verlag durch Illitera, also Geist und Buchstabe. Und dann zum Abschluss wirklich noch ein Band, der bei Surkamp in Deutschland erschienen ist, den ich herausgegeben habe, mit den Augen von Zeitgenossen, Erinnerungen an Paul Celan. Da habe ich in diesem Band Erinnerungen von seiner Freunde, Verwandten, Bekannten, Literaturkritiker, deutschen Schriftsteller, also von Leuten, die Celan auf verschiedenen Etappen, in verschiedenen Phasen seines Lebens gekannt haben und die über ihn diese Erinnerungen, diese Memoiren geschrieben haben, habe ich alles gesammelt. 55 Autoren zeugen, also geben Zeugnisse über Paul Celan, und zwar über sein Leben, über ihn als Menschen, über seine Gewohnheiten, über seine Freundschaften, über seine Kindheit, über seine geliebten Frauen, über menschliche Dimensionen sozusagen. Es geht hier in diesem Buch nicht um das Werk von Celan. Es gibt hunderte von Bänden Sekundärliteratur, die das Werk interpretieren. Es geht hier um Celan als Mensch. Und deswegen ist dieses Buch vielleicht auch an ein breiteres Publikum gerichtet. Da muss dieses Buch kann auch ein durchschnittlicher Leser wahrnehmen, weil das sind ganz einfache Texte ohne germanistische Kompliziertheiten, ohne diese Fachanalysen, die in den meisten Werken der Sekundärliteratur vorkommen. So, das wäre für heute vielleicht alles. Ich habe diese Bücher Ihnen vorgestellt, präsentiert, und Sie sehen, dass die Ukraine als ein europäisches Land auch in diesem Sinne bemüht ist, Schritt zu halten mit der Literaturwissenschaft, mit der Forschung anderer europäischen Länder. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.